Hi Leute, PCR Rules am Start. Ich habe mir gedacht, weil ja alle momentan Pokémon Go oder generell Pokémon hypen, mache ich einfach mal Top 3 meiner Lieblings-Pokémon bis jetzt. Weil jeder weiß, Pokémon Sonne und Mond erscheint dieses Jahr noch im November und ich bin richtig gespannt darauf. So, lass uns einfach mal direkt loslegen mit der Nummer 3. Turtok! Wer hätte es gedacht? Wenn nicht, ich schon. Ja, Leute, Turtok ist bei mir Platz 3, weil ich finde ihn einfach nur nice. Sein Design, seine Kanonen, dass er Typ Wasser ist eigentlich, ja, mein Lieblingselement. Und seine Mega-Entwicklung sieht auch hammer nice aus. Mit seinen 3 Kanonen dann ist er auch ziemlich stark. Und deswegen hat er es geschafft, bei mir auf Platz 3 zu stehen. So Leute, dann kommen wir zu Platz 2 und das ist Lucario. Lucario ist bei mir Platz Nummer 2, weil es sehr stark ist, ein cooles Design hat und seine Fähigkeiten sind einfach overpowered. Er kann Aura spüren, ich glaube auch manipulieren und die auch einsetzen. Das ist einfach hammergeil. Und über seine Mega-Entwicklung muss ich mal gar nichts sagen. Guckt sie euch einfach mal an. Die sieht so hammergeil aus. Und dabei wird er noch demenz stärker, als er davor war. Und deswegen ist Lucario bei mir Platz Nummer 2. Und Platz Nummer 1 ist kein anderer als Azumarill. Azumarill ist mein allerlieblings-Pokémon auf der Welt. Nicht nur, dass es Typ Wasser ist und ein verfuckt hammergeiler Samurai ist, er ist auch noch blau. Nein, Spaß beiseite. Das ist das beste Design, was ich je von einem Pokémon gesehen habe. Und ja, wie gesagt, er ist ziemlich stark. Der ist sehr schnell im Wasser. Alle Pokémon haben vor ihm Angst. Wenn er erscheint und sein Schwert zückt, hat jedes Pokémon verloren. So Leute, das waren meine Top 3 Lieblings-Pokémon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Euer PCR Rules. Thank you.